Wie es scheint, stehen die Wikinger kurz vor einer Niederlage. Wir müssen ihnen helfen und ihnen beistehen. Alles klar, dann wissen wir schon mal, wo wir im nächsten Land sein werden. Und zwar bei den Wikingern. Meine Kreatur müsste doch noch... Die wurde besiegt. Los, Jungs! Ja, Jungs, greift mal ein bisschen an. Die Bogenschützen geben euch dann Rückendeckung. So habe ich mir das zumindest gedacht. Und wieso schießen die gerade senkrecht hoch? Ah, sie kommen wieder runter. Das ist doch schon mal gut. Wenn auch nicht sonderlich sichtbar wieder runter. Und damit war's das Ganze. Ich bin bereit. Verteidigt mal die Statue, das ist eigentlich jetzt total wurscht. Oh, ich kann ja noch eine Stadt übernehmen. Und ja, eine Stadt übernehmen. Was ich probiert hatte, war das Ganze hier zu löschen. Das hatte aber nicht ganz so geklappt, wie ich mir gedacht hatte. Denn wenn man hier ein Wasserwunder reinwirft, ist es zwar so, dass das Ganze hier dann gelöscht ist, aber das entzündet sich auch ganz schnell wieder von selbst. Habe ich mir zumindest... Ja, war zumindest das letzte Mal so. Oha, die Lava ist noch gar nicht bis ganz nach unten gekommen. Ist das verrückt. Achso, ja, jetzt sind die hier wieder alle an. Kann man das jetzt nochmal unterbinden? Und da sind sie schon wieder an, die Hochöfen der Natur. Ist die Frage, was passiert, wenn man Feuer da reinwirft? Facht das Ganze dann noch an? Anscheinend nicht wirklich. Aber man kann es ja mal probieren. Ich weiß ja auch nicht, ob das irgendwie hilft. Ich meine, sieht schon cool aus, brennende Lava, aber ob das wirklich hilft? Oh, da. Das hilft ja wirklich was. Ist das krass. Es zündet wirklich die Lava an und bringt sie zum Glühen. Ist das cool. Da ist ein total heller Streifen, der ist freigebrannt. Ist das cool. Na, sieht doch eigentlich ganz gut. Wow! Ich hab durch das Schmelzen der Lava habe ich das Ganze noch verstärkt. Sehr interessant. Entstehen dadurch neue Quellen oder so? Ich meine, es ist ja jetzt auch echt übel heiß mit mehreren Feuerwundern jetzt. Kann ich dann auch neue Wege legen mit der Lava? Das
Das wäre interessant. Sieht ja nicht danach aus. Hm. Und wenn ich alles auf eine Stelle gebe... Wenn ich hier irgendwie... Was, wenn ich die hier anheize? Hm. Können die sicher brauchen. Jetzt heize ich es hier drumherum nochmal ein bisschen an. Vielleicht funktioniert da ja was. Oh, das hilft ja wirklich. Das ist echt verrückt. Aha. Man kann Lavafluss verstärken durch Feuer. Genauso wie man ihn durch Wasser aufhalten kann. Das ist ja mal echt interessant zu wissen. Hm. Wirklich interessant. Ob man ihn dann wirklich weiterleiten kann? Das wäre echt der Hammer. Hm. Ja, hier unten glüht es auch noch ziemlich heftig. Hm. Also wenn ich es hier aufheize, dann müsste ja auch ein bisschen mehr Lava entstehen. Ja, und da kommt schon neue Lava. Baut sich wieder aus und landet im Meer. Das ist echt interessant. Hätte ich nie gedacht, dass man das wirklich so beeinflussen kann. Hm. Ist ja cool. Das war jetzt wirklich nur eine Spielerei, aber... Ach, hab das bald, das elende Ticken nervt langsam. Hatte ich eigentlich eine Getreidemühle bei mir gebaut? Was habe ich denn hier? Ach, noch kann ich gar keine Gebäudepläne klauen. Ah, da war was. Da war ja was, aber eine Windmühle habe ich ja. Achso, meine Kreatur, die kann auch noch andere Sachen da machen als, naja. Ihr könnt aufhören, die Sachen hier zu bewachen. Hm. Okay, dann haben wir jetzt mit der Lava gespielt. Wahrscheinlich eine ganze Folge lang. Hehe. Das sollte auch bald erobert sein. Falls nicht, kann man ja nochmal Verstärkung schicken. Wer weiß, ob die schnell noch ankommen. Meine Kreatur... denkt sich wahrscheinlich jetzt irgendwas aus, was er machen kann. Und die hier wollen auch noch ein bisschen mehr Kinder. Obwohl, ja gut, haben wir auch noch 1200 Wohnplätze frei, also... Obwohl, Moment, ich habe ja jetzt eine Menge Geld übrig. Dann kaufe ich mir ein, erstmal schöne Sachen zum Eindruck machen. Ein Schlachthaus auch noch und eine Universität. Ein Altersheim kostet echt 40.000. Dann wollen wir doch mal ein wenig... den Wünschen meiner Bewohner, Stadtbewohner, nachkommen, wie man das so schön sagt, und noch ein Lagerhaus bauen.
Das sollte sie ja erstmal zufriedenstellen. Denn ich wollte unbedingt noch den Eindruck bekommen. Die 30.000. Das war jetzt nicht so unbedingt wichtig, aber... Nun ja. Wenn man jetzt noch ein paar Bäder baut und so weiter, dann... sollte das ja hinhauen. Ein Krankenhaus ist auch immer sehr interessant. Dafür brauche ich aber ein wenig mehr Platz. Das bedeutet, dieses Feld muss weichen. Sehr schön. Eine Universität wollen sie noch haben. Merkwürdig, dass sich so Leute bilden wollen, aber wenn sie sich bilden wollen, dann gebe ich ihnen auch die Möglichkeit dazu. Und noch eine Waffenkammer. Das sind ihre Wünsche, nicht meine. Und noch eine Waffenkammer. Nun denn, warten wir noch kurz, bis sie hier weitergebaut haben. Obwohl, eine Universität werde ich doch noch bauen. Oder auch zwei. Denn Universitäten liefern recht viel Eindruck. Und das ist eben das, was ich im Moment brauche. Viel Eindruck. Und ja, deswegen werden da wohl noch ein paar mehr gebaut werden müssen. Denn sonst dauert es mit dem Eindruck doch ein bisschen zu lange. Also Leute, wie sieht's aus mit Bauen? Mittlerweile haben wir das hier auch übernommen. Und können ein Herrenhaus bauen. Wie wär's denn hier? So ein paar einsame Herrenhäuser, ganz für sich alleine. Das finden die doch bestimmt gut. So unter Garantie gut. So, was haben wir denn hier? Eine Schräge. Ja, da können wir natürlich nicht drauf bauen. Wir können hier bauen. Und da können wir bauen. Bekehrter Bauer. Da haben wir eben noch einen Bauern mehr. Und hier können wir bauen. Auch wenn sie da nicht ganz so happy sind. Okay. Sehr schön. Noch ein paar Häuser gebaut. Oder werden. Und noch ein paar Häuser werden gebaut. Natürlich dauert das jetzt einen ganzen Moment. Und deswegen helfe ich zumindest schon mal beim Holz beschaffen. Und dann vielleicht noch später beim Erz. Das ist ja dann auch nicht verkehrt. Holz habe ich ja mittlerweile genug. Ich habe ja auf die gesamte Insel Zugriff. Von daher sollte es ja kein Problem sein, entsprechend viel Holz zu bekommen. Schön. Ja, das Krankenhaus macht auch schon gute Fortschritte, denn wenn genug Holz da ist, dann läuft das Ganze. Noch ein bisschen Erz dazu, dann läuft das gleichzeitig und es geht noch viel schneller. Das Krankenhaus ist so gut wie fertig. Na komm, noch eine Stufe. Ja, und gleich ist es fertig. Tada! 800 Eindruck. Und, alles in der Umgebung wird geheilt, wenn es denn verletzt ist. Die können das Gebäude aber nicht benutzen. Sehr schade. Oder können sie? Nein, können sie nicht.
Hätte ja sein können, dass der gerade zum Schluss ein Kind in der Hand hatte oder so. Manchmal, also sie können ja dann das Gebäude nicht benutzen.